Herzlich willkommen auf meinem Kanal, Marcel darf es! Mit einer neuen Folge Minecraft Hardcore. Wo waren wir jetzt im Maschinengewehr? Stimmt. Ja, wir haben dieses Dorf hier geplündert. Und jetzt war eigentlich dann mein Plan, dass wir heimlaufen. Dass wir unser Dorf damit verbessern können. Was vorher würde ich noch dazu sagen, wir bauen jetzt einfach Holz ab. Hört sich jetzt vielleicht blöd an, aber nicht mehr nehmen können Ressourcen mehr, oder? Also, kann man es doch mitnehmen, oder? Beginnt gerade die wichtigste Minecraft-Regel. Für die Villager natürlich. Immer lieb sein. Alles. Ja gut, natürlich Sarkasmus gerade. Weil ich glaube, welcher Spieler macht nicht aus den seinen Villagern Arbeiten und allem. Die meisten benutzen die dann so, ja, komm, geben euch Arbeit und so in Wirklichkeit. Ja. Mal. Und einfach nochmal über den Berg. Dann bin ich schon daheim. Jo. Betten, Essen habe ich, Ressourcen habe ich auch ein paar mit. Schwert oder so habe ich noch halt keins. Das ist mein erstes einzige Sache, wo ich sage, ja, das ist mir blöd gerade. Hui. Das war so dieser, wo sein. Jetzt kann ich mich so richtig sagen, so ja, hopp. Müssen dann darüber. Irgendwohin ist da mein Dorf. Ich fühle mich gerade richtig wie so ein Wikinger. Plündern! Geil! In mein Dörfchen. Blub, 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 blub. Da 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 da. So, mal eine wichtige Frage an euch. So. Einfach mal so, damit ich auch weiß, was euch gefällt. Was würdet ihr euch auf meinem Kanal wünschen, zum Beispiel? Was für Videoprojekte, was für Videoformate, was für Spiele? Ich würde mir einfach gerne mit euch, wie ich mir von euch gerne Verbesserungswünsche vorschlagen könnte. Also, dass ihr mir Verbesserungsvorschläge machen könnt oder mir Ideen gibt, was euch mehr gefallen würde auf meinem Kanal, was man ändern könnte. Zumindest mal anschauen könnte. Wie man das am besten umsetzen kann, das mir gefällt und natürlich euch. Weil das Ziel ist ja auf YouTube so. Sicher soll das mir hauptsächlich nachmachen, aber es sollte ja auch den Zuschauern gefallen. Dem Grund wollte ich heute nachfragen, was euch gefällt. Damit ich schauen kann, ja. Was kann man für einen guten Mix machen, damit es allen gefällt? Das wäre mir wichtig. Schreibt gerne in die Kommentare rein, was euch gefällt. Damit wir einen guten Mix machen. Och nee. Jetzt ist die Truhe alleine, so. Jetzt mal da alles rein, so. Ich bette kann mir vielleicht noch irgendwo. Ah, da tue ich derweil noch rein, weil ich die derweil ja derzeit noch nicht brauche. Was brauche ich noch? So. Was brauche ich noch? Was brauche ich jetzt doch drauf? Ja, was kann ich nehmen? Schmiedetisch, zwei Schmiedetische mit, das noch mit. Nehmen wir zwar mit. Anfang mal, okay. Typen hin. So. Oben rein. Wo ist jetzt mein wieder? Du bist ja der da. Du, genau du. Habe ich kein Geld. Was gemeint? Habe ich kein Geld mehr? Bin ich 19 haben? Danke, das ist viel Geld. Wozu bin ich Geld? Jetzt habe ich immer noch zu wenig Geld.
So, was machen? Was machen? Ich setze jetzt mal meinen Plan. Und was ich vorher gemeint habe. Ja, und da. Ich hoffe, das schaut jetzt wenigstens am Ende schön aus. Damit ich wenigstens den wieder schon irgendwie gut verkaufen kann noch. Einen Verbrauch dafür, aber egal. So. Soll ich machen? Ja, Eingang drauf. Wo? Kriegen die halt da. Wir sind. So. Tja. Digga, nee, oder? Es ist jetzt nicht passiert, dass das jetzt darüber geht. So. So. Kann man die Wohnung hier rumbauen? Kriegen die, haben die mehr Platz und schon wenigstens ein bisschen schwer aus. Ja, so. Oh. Ja, so macht. Ja, das so. Ist das, kann der sich da herlegen? Wir haben noch eine Tür da draußen gewonnen. Dieses Style hat das jetzt aber auch, muss ich sagen, Frau. Ah, mal klatschen. Reagiert der Typ nicht auf mich? Oh, ein Arsch. Sonst, man will ihn nicht anschauen. Schau dich immer. Schau ihn immer an, unsichtlich. Du stirbst dabei. Opa! Das ist so ein Krampf mit denen manchmal. Oh. Oh, das ist irgendwo ein Bettchen. Nein, noch. Ich brauche mehr Türen. Mehr Türen. Wie gesagt, nicht komische Sachen. Könnte jetzt Türen einfach irgendwo die Gegend klatschen, klastern, was weiß ich. Könnte ich machen, ja. Oder ich baue einfach so kleine Häuser hierher, so. Boden baue ich, Boden gebe ich mir nicht rum. Oh. Zack, so. So. Hier machen wir zu. Oh. Eine kleine Form hat so wie so ein Knöpfchen. Ich will da aus den Mitten rein einfach so ein verdammtes Klo, ne? Damit. Mein nächster Plan derzeit, wir machen jetzt das, oder? Glück habe ich jetzt wirklich ja Bäume angepflanzt, den ganzen Kack hier.
Wollen wir schon hier aber schön, dass die Pasta aber auch irgendwie rein. Das muss man dazu aber irgendwie sagen, so. Das ist kein Äpfel, oder? So. Mal Leute, so, ja. Oh, geil, Äpfel. Gratis, cool, nehmen wir. Villager so. Naja. Sind zwar am Stielen. Aber Villager sind nur so, die sind wirklich so, ja. Wir nehmen nur das, was wir am gut finden. Der Rest, das ist entscheidend. Weg damit. Vielleicht habe ich zu viel genug für einen Bogen. Natürlich nicht. 57 Äpfel. Einfach, ich habe zu viel Äpfel. Sonst soll ich nicht wirklich viel. Bis dann. Ich gucke mich wegen. Wie sind die, Fracks will ich gucken. Nicht Fracks, Fracks. Fracks. Da-dum, dum-dum, da-dum, 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 da-dum. Dorf! Anders ist aber nicht geplündert, oder? Natürlich nicht geplündert, ausgeliehen natürlich. Und das ist richtig. Ausgeliehen. Das ist richtig zu betonen, dass ich nur als die Sachen ausgeliehen habe. Ich bin nur ein netter Ausleiher. Das sind nicht mehr so übrigens, was? Was? Habt ihr irgendwas gehört? Ich nicht, oder? Ich auch nicht. Okay, passt. Oh. Kontrolle, wer ist halt in dem Dorf? Wenn ich das so mache, baue ich es dann schnell ab. Really? Das baue ich so schnell ab. Natürlich baue ich es mit ihm schnell ab, natürlich. Komm! Das war nicht, war nicht einfach so realistisch. Nein, ich habe keinen Realismus-Bot drauf. Weiter. Ich persönlich finde halt die, die Mod von, wie heißt der schnell? Von die Ball, die Ball ist zocken. Der Hauptner. Und bedenkt, dass ich, ja weiß, wo da Benny eigentlich wohnt. Alles lustige Geschichte. Da gibt es ein Video auf meinem Kanal dazu. Schaut es mal gerne an, damit ihr dann Bescheid wisst. Und nein, ihr braucht nicht reinschreiben, wo er wohnt, ob ich das sage. Nein, das tue ich nicht. Nur, dass ihr Bescheid wisst. Und falls ihr mich glaubt, guckt mein Video. Wie gesagt, ich hab's. Wenn ich nicht zu faul bin, verlinke ich's. Ich konnte euch bei dem Video, was er gemacht hat, wo er Haus gekauft hat, alles genau sagen. Wie wo was stand, also. Ja. Es gibt sogar Bilder von mir mit ihm oben. Ich habe sogar schon mal einen Schal geschenkt von meinem Herrn ST Rastatt, also. Er ist cool, so, sagen wir so. Er ist super lässig und cool. Muss man sagen. Also. Kann ich nichts gegen ihn negativ behaupten. Also ja, muss ich es mal so ausdrücken, weil es einfach so ist. Er ist ein guter Mensch. Aber wie ich sehe, sie ist halt schon langsam dort. Ne? Deswegen hauen wir jetzt mal da rein und gehen schlafen und sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis